Sie sind beste Freundin, seit sie klein sind, und die würden alles füreinander tun. Die erzählen sich alles, die verbringen jeden Tag beieinander. Die sind eigentlich fast wie Schwestern. Ich meine, Nini schläft total oft bei Jamila oder Jamila auch bei ihr. Und das ist einfach, die brauchen sich und zusammen sind die wie einer und ein unglaublich starkes Team. Und die erleben ja zusammen auch total viele Sachen und machen auch viele Sachen, die sie nur zusammen durchstehen können. Nini, ich habe mit deiner Mutter gesprochen. Du kannst hier schlafen. Ich muss jetzt zum Dienst. Ich verlasse mich auf euch. Klar? Ja, klar. Okay. Das sieht ja sexy aus. Nein, ich finde, das ist gut. Partnerlook. Ich verstehe mich auch mit Flora privat total gut. Wir schlafen auch ständig beieinander und es ist total toll, mit ihr zu arbeiten, weil ich mich dann auch in der Rolle irgendwie besser ganz fühlen gut, kann, weil ich das gerade. besser spielen kann, wenn da jemand ist, der das auch irgendwie. Und als Nini und Jamila verstehen wir uns natürlich auch total gut. Und sie ist auf jeden Fall auch eine tolle Schauspielerin und hat viel Erfahrung. Nora sagt, wir sind im Wachstum. Wir brauchen Kalzium. Das ist in der Milch. Aber Milch ist für Kinder. Jamila und ich, wir trinken Tigermilch. Ich würde sagen, Jamila ist sehr lebensfroh, sehr stark, wahnsinnig intelligent und eine typische 14-Jährige, die gerade irgendwie die Pubertät durchmacht. Emily ist ganz süß. Also sie hat das irgendwie ganz schnell angenommen. Sie ruft mich auch immer Mama. Auch in der Maske, wenn ich irgendwo so vorbeiflitze, sagt sie immer Mama. Und ja, es ist ganz, ganz entspannt, irgendwie die Zusammenarbeit mit ihr. Ich hatte Flora und Emily relativ früh im Casting und fand die sehr interessant und sehr gut. Die waren im 14 und das ist sehr schwierig drehtechnisch, weil die eben sehr beschränkte Arbeitszeiten haben. Und deshalb habe ich erst noch mal versucht, eben ältere Mädchen zu finden, die jünger aussehen. Und ja, habe da wirklich noch mal Wochen und Wochen gesucht und bin am Ende doch bei Flora und Emily gelandet, weil sie tatsächlich einfach richtig sind. Bei Flora ist es ganz toll, weil die sehr offen vor der Kamera ist. Und die reagiert auf feinste Nuancen. Wenn man ein kleines Wort weglässt, anders stellt, reagiert sie darauf sehr, sehr erwachsen. Und trotzdem hat sie eine wahnsinnige Weichheit, Offenheit und eine Klarheit. Und mit ihr zusammen zu spielen, war wirklich ein totales Geschenk. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wie oft soll ich dir denn noch sagen, dass du dich nicht so rumtreiben sollst? Mama, ist doch erst 8. Das ist doch völlig egal, nachdem was passiert ist. Wenn es dunkel ist, bist du zu Hause. Das war so abgemacht. Wir machen uns Sorgen um dich. Da ist ein Päckchen für dich angekommen. Das habe ich dir aufs Bett gelegt. The two girls are so sweet. They're so sweet and they're still kids. I did my first film when I was 13, so I definitely know what's going through their brain. Jamila sagt, wir müssen wissen, wie alles geht. Wir müssen üben für später. Für das echte Leben, damit uns keiner was kann. 8 zu 9 Stunde Ethik ist heute ausgefallen. Uns ist echt heiß in unseren Klamotten. Eigentlich mache ich das ja nie, aber. Eigentlich. Machen wir sowas auch nie. Du Opfer. Wir sehen uns dann im Herbst. Endloser Sommer. Wir lassen uns deflorieren. Hä? Entjungfern. Wir suchen uns die süßesten Typen der Welt und gehen mit denen ins Bett. Finde ich gut. In der Nacht zeigt sich unser Glanz. Alle drehen durch und es wird getanzt. Wir sind wie ein guter Hund. Jetzt kommt das Beste. Woher kommst du denn genau? Aus dem Irak. Du hast einen Brief bekommen vom Ausländeramt. Wo?
Ich schwöre, dass wir für immer zusammenbleiben und du mich niemals allein lässt. Ich werde nie Deutsche werden. Scheiß auf Deutschland. Das ist doch scheißegal, ob ich abgeschoben werde. Mann, es geht nicht immer nur um dich! Du kannst ja niemanden lieben, der dir so wehtut. Natürlich kann ich das. Siehst du doch. Lass uns irgendwas machen. Was Schönes. Was machen wir den Rest der Ferien?